it up. Hier ist euch Schlau. Und zwar zeige ich euch heute einen kleinen Crypto-Glitch, beziehungsweise einen kleinen Blackjack-Glitch, wie ihr den öfters am Tag spielen könnt, als wie nur eine Stunde. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr alle Aufträge erspielt habt, dann müsst ihr einfach ganz einfach, das zeige ich euch jetzt gleich, müsst ihr einfach auf Einstellungen gehen. Wenn ihr auf Einstellungen gegangen seid, müsst ihr auf einfach auf Datum und Uhrzeit gehen. Und wenn ihr auf Datum und Uhrzeit gegangen seid, müsst ihr einfach auf Datum ändern gehen. Und wenn ihr das Datum geändert habt, chat das einfach mal eine Woche voraus. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, öffnet wieder Black Ops 3. Das seht ihr gerade, ich öffne es wieder. Und wenn ihr das dann wieder geöffnet habt, werdet ihr direkt merken, wenn ihr wieder auf eure Aufträge geht, werdet ihr direkt merken, ihr habt wieder neue Aufträge. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Glitch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tell me that you love me, even if it's fake.